Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind jetzt hier im Tempel des Tropfens angelangt. Wir haben im letzten Part den letzten Schlüssel bekommen und müssten jetzt mit 4 Schlüsseln und der Lampe theoretisch in der Lage sein, hier alles fertig zu machen. Theoretisch auch schon Bosskampf und so weiter. Aber ist ja egal, wo wir als erstes lang gehen. Gott. Was geht denn hier ab? Ja, wir laufen einfach mal alles ab, ne? Let's go. Okay, da kann ich mich runterfallen lassen. Ich besiege trotzdem mal alles. So. Triggert irgendwas? Nee. Wir gehen mal offiziell hier runter. Da haben wir irgendwelche Schalter. Gott. Eisblöcke. Da sind Fragezeichen drin. Ja, okay. Eigentlich muss ich das nur ins Licht schieben, ne? Brauche ich nicht. Oh, ein Herzcontainer. Oh, wie nice. 16. Schön. Ja, sowas gefällt mir doch. Weil da muss ich halt nichts machen. Und was macht der Schalter? Ah, okay. Macht die Luke zu quasi. Alles klar. Sehr schön. Das gefällt mir. Jetzt kann ich hier einfach drüber laufen. Okay. Oh ja, dafür habe ich gerne einen Schlüssel verschwendet. Was heißt verschwendet? Was wäre da normalerweise drin gewesen, Leute? So, wir hauen erstmal alles kaputt. Passiert aber leider nichts weiter. Wir gehen auch hier mal runter. Mit der Lampe ausgestattet. Okay, was sollen wir hier machen? Wir müssen... Hä? Was muss man hier machen, Leute? Hat dieser Raum einen Sinn? Hier muss eigentlich auch irgendwas geschmolzen werden, oder? Hä? Verstehe ich nicht ganz. Es sei denn, es gibt... Gibt es noch eine höhere Etage? Okay, vielleicht müssen wir von noch weiter oben was runterschmeißen und dass das dann hier schmilzt. Wäre jetzt so meine Theorie... Weil andersweitig macht es für mich irgendwie gerade keinen Sinn. Okay, sind wir aber hier erstmal fertig. Schauen wir mal. Nö, nö, nö. Okay, hier kann man rein. Ich schätze mal, dass da vielleicht der Boss-Key drin gewesen wäre. Da ganz am Anfang. Ist möglich, ne? So, guck mal hier. Können wir jetzt aber nicht schmelzen. Nö, da brauche ich, glaube ich, mehr Licht. Was war da oben? Da können wir uns zweiteilen. Fetter Schalter. Genauso wie hier. Ich glaube, dann lassen wir hier einen fetten Lichtstrahl runter und dann, ne? Ihr wisst schon. So, wir waren hier auf jeden Fall schon mal drinne. Haben ein bisschen was erforscht. Uns haben aber überall die Schlüssel dann gefehlt. Aber schatzkistenmäßig haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was mitgenommen. So, deswegen, wir müssen mal ein bisschen gucken, wo es noch weitergeht. So, da war... Toll. Da war ein Schlüssel. Komme ich aber nicht lang, weil... Ah, okay, hier kann ich auch lang... Okay, ich mache mal hier auf. Bringt das irgendwas? Oder ist das einfach nur... Nee, das bringt was. Okay. Dann haben wir hier einen Shot. Bringt das irgendwas? F
Für was habe ich jetzt das Kleeblatt geholt? Ich weiß es noch nicht. Ah, damit ich auf die andere Seite komme, oder? Ja, okay, das haben wir aber schon gemacht. Also das war quasi jetzt sinnlos. Ja. Oh Gott. Ah, okay, hier komme ich auch runter. Ei. Aua. Oder hat das jetzt so einen tieferen Sinn? Der Wegweiser auf dem Boden des Krugs ist verborgen. Genau. Hattet ihr auch gesagt, ihr versteht nicht genau, warum hier noch nichts passiert ist, ne? Müssen wir da vielleicht irgendwas triggern, dass da jetzt noch was reinfällt? Da wart ihr euch jetzt auch nicht so sicher, ne? Weil da müsste eigentlich Schlüssel liegen, habt ihr gesagt. Aber hier waren wir noch nicht, oder? Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Zumindest ist die... Oh shit, ey. Ich hole mal das Schwert raus. Das gefällt mir hier, glaube ich, ein bisschen besser. Die Flügel kann ich gerade eh nicht so gebrauchen. Okay. Ich gucke mal kurz da hoch. Noch ein Schalter? Wow, Link? Meine Güte. Hier ist ja was los. Okay, Schatzkiste. Weg mit dir. So, ah, alter Eislevel, ne? Was? Hallo? Mann, hat sich immer gelohnt. Was ist denn hier los? Nur Bomben. Ja, Bomben. Nur Bomben. Zack. Schalter. Okay, da muss ich was draufschieben. Ah, da muss ich auch so komisches Rätsel machen, ne? Oder? Bleib doch hier einfach nicht stehen. Ich glaube nicht. Ey. Link, bitte. Tu mir den Gefallen. Ja, das ist so ein komisches Rätsel. Okay, warte. Im Endeffekt bringt das überhaupt nichts, weil ich auch rüberfliegen könnte. Ist möglich. I don't know. Warte mal kurz. Ist hier denn überhaupt was, was... Ich muss hier lang, ne? Ah, für die Schatzkiste, okay. Verstehe. Ich hoffe, mein Kleeblatt ist noch da. Ist mein Kleeblatt noch da? Ich gucke jetzt lieber nochmal. Ja, ist noch da. Gott sei Dank. Haben wir hier noch was? Wofür sich das lohnt? Ja, hier muss ich auch noch hin. Ich meine, da ist nicht so schlimm, da kann ich einfach hinfliegen, theoretisch. Aber für die Schatzkiste brauche ich das Kleeblatt. Okay, überlegen wir nochmal. So, okay, was können wir machen? Brauche ich den Stein hier? Also es ergibt für mich Sinn, wenn ich den jetzt erstmal hier hinschiebe. So. Dann vielleicht... Ja, das bringt mir wieder nichts. Ah, doch, ich sehe es.
I got it. Oh nein. Voll eingesperrt. So, zack. Haben wir es doch schon. Hat kurz gedauert, aber wir haben es. Perfekt. So. Dann fahren wir nochmal eine Runde. Ja, für die Schatzkiste tun wir alles, ne? Würde ich sagen. Okay. Waren wir da schon drin? Hallo? Warum denn immer auf so Eis? Toll. Geil. I love it. Jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus. Oh Mann. Hallo? Link. Ja, aber wie gesagt, hier hätte ich auch einfach rüberfliegen können. Das wäre auch gegangen. Okay, was haben wir denn hier? Könnte ich theoretisch auch einfach rüberfliegen. Aber ich behalte mal die Wege so, wie sie aktuell sein sollen. Hier ist wieder gar nichts los. Gegner besiegen? I don't know. Bringt nichts. Obere Etage. Okay, kleiner Bosskampf. Ich erinnere mich. Okay, warte, ich mache mal eine Wirbelattacke. Komm, Leute. Bam, Alter. Jawoll. So, Teleporter haben wir freigeschaltet. Sehr schön. Kleiner Mini-Bosskampf. Da haben wir eine Schatzkiste. Und hier haben wir den ersten großen Schalter. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir von der Seite jetzt drankommen. Achso. Brauchen wir das. Zack, zack. Und da... Ah, erster Schalter aktiviert. Und ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ah, sehr gut. Bin gespannt, was dafür ein Item drin ist. So, wir könnten jetzt wieder runterhüpfen. Aber warum? Wir haben noch einen Weg. Oder? Also ich könnte mir jetzt mehrere Wege vorstellen, weil ich habe halt meine Flügel. Ich kann ja einfach hier rüber. Oh shit. Bisschen vorsichtiger vielleicht. Ich kann jetzt einmal hier lang. Okay, ich muss alle Gegner töten wahrscheinlich. Halten die auch noch zwei Schläge aus? Oh Gott. Okay. Komme ich hier nicht lang oder muss ich einen Stein verschieben? Okay, ist hier irgendwas asynchron? Ja, hier die zwei, oder? Mann! Das macht doch mal einen ruhigen. Der? Und der in die Richtung? Nee, auch nicht. Alter, boah, boah, Junge, ich kriege voll Schaden. Hä, muss ich hier einen Stein verschieben? Oder komme ich normalerweise von hier raus? Was sagt denn die Karte? Kann auch sein, dass ich da von unten... Nee, ja, wahrscheinlich komme ich von unten, ne? Wahrscheinlich. Boah, ist das nervig. Heilige. Okay, Greifenmantel. Was haben wir denn hier? Können wir hier wenigstens noch irgendwas machen? Karte. Da kommt auch wieder ein neues Gebiet rein. Ich
Ja, da oben müssen wir irgendwie auch noch hin. Da sind auch noch ein paar Schatzkisten. Und ganz unten ist auch irgendwie eine Schatzkiste. Interessant. Okay. Zwei reichen ja, gell? Muss ja. So. Und dann müssen wir den anderen runterschieben. Und den hier auch runterschieben. Und jetzt können wir den wieder nach rechts schieben. Heilige. So. Juhu. Was ist das denn? Hä? Okay. Also den würde ich jetzt erstmal unten hinschieben, oder? Und dann müssen wir uns hier so ein bisschen zweiteilen. Und den hier verbrenne ich mal. So, die Frage ist... Oh, das ist schon wieder so nervig. So und ganz oben, oder? Oder ist da zu viel Platz dazwischen? Alter! Junge! Das ist ja sowas von nervig mit dem Gerutsche. Hä? Wir haben aber offen, oder? Tür ist offen? Jo, Gott sei Dank. Boah, Mann! Was ist denn nur? Diese Flammen! Ich habe zum Glück noch ein paar Feen. Aber diese Flammen, die bringen mich ja echt zur Weißglut. So, zack. Heilige. So, warte mal. Karte? Was sagt die Karte? Wir folgen gerade irgendeinem krassen Pfad. Die sind richtig nervig, ey. Da hätte ich, glaube ich, echt Probleme mit. Normalerweise ist man ja nicht so stark, ne? Normalerweise. So, zack, zack. Guck mal, hier wurde auch irgendwas geschoben, oder? Das sieht für mich ganz merkwürdig aus hier. Ist hier irgendwo was noch? Nee. Karte? Karte sagt aber, dass da oben auch. Oder geht's weiter? Okay. Ah, was haben wir? Haben wir irgendwas, was das Gepiepse stillen könnte? Eine schöne Milch? Okay, ist leer. Alles klar, weiter geht's. Boah, der Part ist sogar gleich rum. Ich hätte gedacht, wir schaffen den Tempel. Ach du Scheiße. Fehlt mir hier ein Hinweis, was ich einschalten muss? Kann das sein? Nö. Okay, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich alles anzünden muss, sondern dass ich eine bestimmte Reihenfolge befolgen muss. Ich bin auch echt nicht vorsichtig, ne? Die meint ja, ich muss die besiegen. Schade. Hätte ja sein können, dass es irgendwas gibt, ne? Okay, Schalter. Teleporter. Oh. Los, töte mich. So,
Okay, was haben wir denn hier? Jetzt ist wieder das Licht aus. Jawohl. Fackel das ab, Junge. Okay. Mittlerweile stark genug, die mit einer Runde fertig zu machen hier. Natürlich. Tür auf. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Fee. Ja, die nehme ich mit. Schön alles abfackeln hier. Link der Pyromane. Rastet mal wieder aus. Okay. Weiter geht's. Wo sind wir denn jetzt? Warum ist die linke Seite... Okay, weil die dunkel ist oder was? Merkwürdig. Jetzt sind wir aber auf der anderen Seite, ne? Oder? Jetzt können wir gleich... Ne, jetzt geht's nach oben. Eieieiei. Das ist aber auch super verwirrend hier, der Dungeon. Hab ich gar nicht mehr so im Kopf... Okay, die Fee nehme ich noch mit. Hab ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber ich würde sagen, Leute, wir machen im nächsten Part weiter. Hätte ich gedacht, wir schaffen den. Aber, naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren und schreibt mir, wenn ich irgendwas verpasst habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.